So, guten Abend. Ich wollte heute Abend mal was zeigen für Ostern mit Osterhasen und Stanzen. Und wir haben eine Zusammenarbeit mit einem deutschen Hersteller von Stanzen jetzt. Und zwar sind das oder heißt es Stanzenshop.de. Und ihr habt ab sofort einen Rabattcode mit 15% über mich, wenn ihr Bastelnews 15 eingibt unter stanzenshop.de. Und was ich halt toll finde, ist, dass die in Deutschland produzieren und es keine China-Ware ist. Und heute sind meine ersten Stanzen gekommen und ich fand das total putzig, haben sie mir so geschickt mit so einem kleinen Osterhasen. Und da schauen wir jetzt mal rein, was wir da gekriegt haben. Und ich verlinke das nachher unten auch in meiner Beschreibung, dass ihr dann den Code habt und auch die Webseite. Haben wir mal die Stanzen für Ostern gekriegt. Schaut so aus. Stanzenshop. Dann haben wir den Osterhasen und Osterhasenkind dazu. Und noch eine, da machen wir drei Teile davon. Da kann man eine schöne Verpackung machen für Pralinen. Da könnte oder kann man zu Ostern verschenken. Und da passt diese goldene Praline rein. Fand ich auch toll. Also, wie gesagt, wir arbeiten jetzt im ersten Teil mit denen, mit dem Osterhasen Mama oder Osterhasen Papa und dem Fuzzi. Und dann gibt es noch Teil 2 mit den Osterhasen und Teil 3 mit der Verpackung. Und wie gesagt, ihr braucht nur Bastelnews 15 eingeben, wenn ihr beim Stanzenshop bestellt und kriegt 15%. So, schauen wir uns mal die Stanzen an. Von hinten schaut so aus, da ist auch schön erklärt. Ist halt wirklich in Deutschland hergestellt, nicht in China. Und ich finde, man sollte die Deutschen, ich bin ja auch Online-Shop, irgendwo unterstützen. Mal auf. Holen wir mal raus. Ah, okay. Haben da so eine Nut dran, müssen wir auseinander machen. Schauen wir mal, ob wir es so auseinander kriegen oder ob ich eine Zange brauche. Nein, geht so. Super. Mal da noch an der Seite weg. Perfekt. Bei den anderen Stanzen braucht ihr ja immer Zangen. Geht einwandfrei. Ich werde mir da hinten, was ihr auch über meinen Shop kriegt, eine Magnetplatte hinten dran machen, dass man eben die Stanzen dann auch nicht verliert. Schauen wir mal, den noch wegkriegen, den kleinen Bums. Perfekt. Dann mal die zwei weglegen, dass unser Hund, der unter mir wieder rumäumelt, nicht reinsteigt. Noch mal da drauf kleben, dass wir die Stanzen nicht verlieren. Und ich arbeite heute, weil ich ja auch stanze, mit einem Moment Mixed Media Cardstock habe ich mir schon vorbereitet. Und dann würde ich wegen Ausstanzen ein dickeres Papier hernehmen. Ich habe jetzt Aquarellpapier genommen und hinten dran doppelseitiges Klebeband, weil dann kann man es richtig schön aufkleben und braucht nicht noch einen Kleber. Ich finde das immer ganz praktisch. Und ich würde jetzt mal anfangen. Und zwar habe ich wieder Masking Sheet genommen. Ich habe mir da so einen Tautropfen oder Birne oder Osterei ausgeschnitten. Klebe mir das jetzt so mittig auf meine Karte. Und dann nehme ich einen Schriftenstempel, gehe da mal außen rum. Ich würde jetzt die Karte so ein bisschen in Grau und Lila und Pink gestalten. Finde ich ganz witzig. Ihr kennt es ja schon,
das Rosenset von All Create. Dann nehme ich jetzt den Schriftenstempel. Nehme von Versaclair das Grau. Gehe da drüber. Schauen wir, ob wir auch richtig rum haben. Gehe da außen rum um mein Masking Sheet. Wieder ein bisschen rein. Bin ich sozusagen hier außenrum an meinem Masking Sheet. Machen wir jetzt auf einer Seite. Lassen wir kurz trocknen. Den stempeln wir uns noch einmal ab. Tun wir wieder aufräumen. Würde ich jetzt, ich habe mir so eine Mauer ausgeplottert, die würde ich jetzt nehmen, mir da drüber legen, dass die andere Seite sozusagen, jetzt muss ich nur schauen, über das Masking dann ein Stück geht, da auf beiden Seiten ein bisschen Muster haben. Und da würde ich jetzt wartet ganz leicht von Simon Hurley das Lila nehmen. Nehme ich ein Schwämmchen. Schneide mir dann ein Stück ab. Gehe da in mein Stempelkissen. Und wie ihr seht, kommt die Farbe da auch sofort raus. Da kurz drauf. Da so leicht drüber. Ein bisschen Graffiti haben. So weit wie mit der Schrift, dass wir da nicht weiter runter gehen. Gehen wir nochmal drüber. Dann hätten wir jetzt sozusagen hier so ein leichtes Muster. Erst mit der Schrift und jetzt da mit dem Blom Hund. Keine Ahnung, was die wieder angestellt hat. Nehme ich kurz einen Föhn, dass es trocken ist. Nehmen wir das Pink. Ups, Entschuldigung. Ich wollte euch nicht abbauen. Nehmen wir ganz leicht von dem Pink Hasi weg. Machen da ein bisschen die Umrandung. Nehme ich Farbe ab.
anderen Seite, über das Lila ein bisschen. Noch mal ein bisschen Farbe nehmen. Dass es dezent rüberkommt, da können wir noch ein bisschen was drauf machen. Stempelkissen will dazu. So, und dann können wir schauen, wo wir die Schablone, das Masking Sheet, am besten von der Karte wieder runterkriegen. Gehe ich von oben ran und ziehe das so ganz einfach runter. Würde jetzt das mal so ausschauen. Das hebe ich mir auf, klebe ich mir auf eine Folie schnell. Dann hättet ihr jetzt schon mal so eine Karte. Nachdem ich ja immer gern Sekunde eine Pink noch ein bisschen Farbe verlaufen lasse, gehe ich jetzt da so ganz leicht außen rum. Und auf der anderen Seite. Dann nehme ich meinen Wasserpinsel und gehe damit Wasser noch drüber. Da ein bisschen hin. Ihr seht, ich habe heute schon mal mit Rosa gemacht für unseren Osterkalender. Das zeige ich euch aber heute noch nicht, sondern erst, wenn wir mit dem Osterkalender anfangen. So, und jetzt gehe ich hier über das Pink ganz leicht. Mal schauen, wo ich das Wasser hin habe. Ein bisschen verläuft. Auf der anderen Seite noch. Oben hier noch mal. Unten. Und das seht ihr, dass das richtig schön da reinläuft. Noch mal ein bisschen mehr da oben drauf, dass auch runterläuft, ein bisschen rüberläuft. Oben noch mal. Also wie ihr seht, kann es richtig schön verlaufen lassen. Lass mal schnell meine Nase putzen, Entschuldigung. Oben würde ich es noch mal so ganz leicht. Überall ein bisschen was haben. So. Machen wir schnell trocken.
hättet ihr jetzt. Da ist noch nass, sehe ich gerade. Du musst schnell aufs Papier. Hättet ihr jetzt so ein Muster. Tun wir das schnell weg, das Nasse. Nehmen wir noch mal die anderen Sekunde. Ich habe ja zurzeit so diese Stifte, die finde ich ganz witzig, mit dem Schriftenstempel. Würde ich jetzt auch damit dazu tun, weil ich das ganz witzig finde. Nehmen wir das Versa, das Dunkel oder das Dunkel. Pinke, da was so halb ins Lila geht. Könnt ihr euch jetzt überlegen, wo ihr es hinhaben wollt. Mal Karte nochmal gerade. Kann man jetzt hier an die Seite so ein bisschen machen. Oben noch mal. Ich finde den ganz witzig. Da könnte man auch Figuren drauf stempeln und was weiß ich. Also schaut ganz witzig aus. Was können wir noch? Den Flecken kann man noch nehmen. Wir kleckseln ja hier. Würde ich jetzt noch mal in Grau drüber gehen. Und das Lila zumachen. Weil wir gesagt haben, wir bleiben grau. Pink, Lila. Gehe ich jetzt mit der Grau von Versa noch mal drüber. Die Seite ein bisschen. Hier. Auch wieder zu. Träumen es auf. Nehmen wir so rum. Nur, dass man es auch sieht, hält man so ein bisschen kunterbunt in Anführungsstrichen. So, dann würde ich mir überlegen, wo oder wie mache ich das jetzt mit den Hasen. Nehme ich mir meine zwei Schablonen, tue ich das kurz weg, mein Papier. Lege ich mir die da drauf, den Fuzzi und Mama. Brauche ich ein Stück, das ist auch klebt. Pass auf, es ist irgendwas runtergefallen, muss ich nachher schauen. Kleben wir mal kurz fest, dass er uns nicht abhaut. Hier und einmal hier. Muss ich leider nach unten, weil ich die Stanzmaschine unten am Boden habe, weil die hier keinen Platz mehr hätte. Vorsicht, jetzt ist der Hund hinter mir. Ups. So, das kann passieren. Vorsicht, Hanni. Muss kurz hinter, ohne dass ich dich... Köpfe.
wieder raus. Du liegst hier so gern, gell? Du Nasenbär, was ist denn da vorhin runtergefallen? Weil du da irgendwo dran bist? Schau ich schnell, ich sehe es nicht. So. Moosgummi wieder weg. Holen wir die da mal raus. Mal weg. Mit dem Klebeband hätten wir mal das eine Häschen. Ich hoffe, dass man sieht. Drehe es jetzt um, weil da ein Stück vom Klebeband weggegangen ist. Holen wir Mama Bär, sag ich schon, Mama Hasi raus. Mama Bär. So. Und dann hätten wir den anderen. Und da würde ich jetzt durch wieder weglegen. Da würde ich jetzt an der Seite mit Grau entlang gehen. Da war Grau dran. Auch sieht. Nehme ich mir meine Karte und schaue, wo ich mir den tue, die untere Hälfte noch weg von dem Kleber. Schaue, wo ich mir das Hasi hinklebe. Würde ich jetzt nur leicht festkleben, noch nicht ganz. Weil das Fuzzi ja noch kommt. Das Fuzzi machen wir jetzt ein bisschen rosa und dann auf der anderen Seite am Rand dann grau. Würde dann. Sieht man das? Ich hoffe. Ganz hell, ganz leicht, nicht ganz hell, ganz leicht. Und da würde ich jetzt ganz leicht nur an der Seite noch ein bisschen Schatten setzen mit dem Grau. Auf der anderen Seite auch. Bisschen rein. Dann hättet ihr die zwei Häschen. Ein bisschen unten drunter kleben, aber noch nicht fest. Und nachdem die Hasen ja irgendwie was brauchen, wo sie drauf sitzen, habe ich mir gedacht, machen wir jetzt so ein kleines Nest mit Fäden. Die könnt ihr so zusammenbabbeln. Und dann leicht auseinanderziehen. Dann würde das so ausschauen. Und ich tue jetzt unter die Hasen ein bisschen Kleber.
auch. Und dann das wie ein Nest hinkleben. Da habe ich eben das helle und das dunkelgrün und ich das so, das ganz normale Garn. Und ich dachte mir, man könnte ja auch noch ein bisschen so Gelbgold mit dazu nehmen. Jetzt da unten mit rein. Und dann habe ich das helle Grün auch wieder so zusammenwurzeln. Wenn es denn will, auch wieder so ein bisschen auseinanderziehen. Das würde ich jetzt da ein bisschen leicht oben drüber kleben. Ein bisschen Kontrast auch haben. Wenn es denn klebt. Ein bisschen andrücken. Da noch ein bisschen hin. Trocknen kann. Das Grün ein bisschen raus. Und dann noch das Gelbe oben drüber, dass er eine schöne Farbkombi dann hat. Das Gelbe noch, das tue ich jetzt so ein bisschen unten auch hin, wartet, dass das dann hält. Ein bisschen die Karte. So. Hier hin. Ein bisschen rausziehen. Dann hättet ihr sozusagen die Hasen in einem Nest und dann könntet ihr noch einen Osterspruch drauf machen. Ich nehme jetzt schnell die Stempel, die ich da habe. Nehmen wir schwarz. Wo habe ich das Papier hin? Gibt's doch nicht. Da. Will ich jetzt abstempeln. Ein kleiner Ostergruß. Dann schneide ich mir das schnell aus, weil ich jetzt keine Stanze da habe. Dass ich einen Spruch ausstanzen kann. Das habe ich jetzt wurscht. Da oben noch ein bisschen weg. Wenn es dann gerade wird, würde ich da noch ein bisschen Farbe dran bringen.
Nicht viel, nur ein bisschen. So an der Kante entlang. Untenrum. So. Und dann könnt ihr das festkleben. Und ich nehme jetzt meinen 3D-Kleber her. Tue da ein bisschen was unten dran. Links und rechts, ein bisschen in die Mitte. Und klebe mir das Sprüchlein natürlich richtig rum, dann so ein bisschen drüber. Hättet ihr eine Osterkarte, die ein bisschen anders ausschaut, aber die ich echt lustig finde, mit den Osterstanzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch den Stanzshop besucht und da mal nach Stanzen schaut. Und ansonsten ist das jetzt das erste oder der erste Teil und die anderen zwei Stanzen, dann machen wir dann Teil 2 und Teil 3 draus. Wir wünschen euch was. Bis dann!